Förderung beim INCOTA-Netzwerk. Und ich darf Sie hier alle herzlich willkommen heißen zu unserer Online-Diskussion. Sie ist Teil einer Webinar-Reihe, die INCOTA, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und Miserio gemeinsam organisieren. Wir haben als diese drei Organisationen in Kooperation noch mit Partnern aus Brasilien und Südafrika im April die Studie Gefährliche Pestizide von Bayer und BASF, ein globales Geschäft mit Doppelstandards, veröffentlicht und wollen nun mit drei Webinaren, Online-Seminaren diese Themenschwerpunkte vertiefen. Und zwar geht es da erstens um, oder ging es erstens um den Mythos der sicheren Anwendung. Dazu hatten wir bereits in der letzten Oktoberwoche, vor zwei Wochen, ein sehr spannendes Webinar. Zweitens geht es um das Thema Regulierung von Pestiziden, also das Thema der heutigen Veranstaltung. Und drittens soll es dann noch einmal um den Pestizidausstieg konkret gehen. Diese Veranstaltung wird am 2. Dezember stattfinden. Jetzt zunächst ein paar technische Informationen und auch einen kurzen Überblick über den Ablauf dieses Webinars, dieser Veranstaltung. Sie sind alle tatsächlich stumm geschaltet. Das ist so voreingestellt, dann müssen Sie sich nicht wundern. Das liegt einfach an der hohen Teilnehmerinnenzahl, dass das nicht möglich wird, alle als Wortbeiträge sozusagen, alle Fragen als Wortbeiträge zu ermöglichen. Und für inhaltliche Fragen würden wir Sie bitten, die Funktion F und A, also Frage und Antwort, zu nutzen. Unten in der Leiste müsste das relativ weit links erscheinen. Und für technische Fragen können Sie gerne in den Chat schreiben. Genau, und auch gerne, wenn Sie direkt Fragen haben, später im Verlauf der Veranstaltung immer gleich mit dazu schreiben, an wen der Referenten, Referentinnen sich die Frage richtet. Wir werden die Fragen dann im Laufe der Veranstaltung ein bisschen zusammenführen, clustern und eben von, dann werden sie von den Referenten, Referentinnen während der Diskussionsrunde beantwortet später. Und dann noch ein Hinweis, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen werden. Dafür werden wir aber zum Beispiel die Namen, von wem die Fragen gestellt wurden, hier nicht nennen. Nun zum Ablauf. Die Veranstaltung heute gliedert sich grob in zwei Teile. Im ersten Teil werden unsere Referenten, Referentinnen über bereits bestehende Instrumente zur Regulierung vom Pestizideinsatz und Pestizidhandel einschließlich deren Schwachstellen berichten, und darüber werden wir gemeinsam diskutieren. Dabei geht es darum, dass wir häufig erleben, dass beim Umgang mit Pestiziden oder Pestizidwirkstoffen doppelte Standards gelten. Das bedeutet, Pestizidwirkstoffe, die zum Beispiel in der EU nicht genehmigt sind oder teilweise sogar explizit verboten sind aus Umwelt- und Gesundheitsgründen, dass diese trotzdem von den Konzernen in anderen Regionen der Welt vertrieben werden. Bei der Regulierung hat Deutschland dabei eine besondere Bedeutung, denn Deutschland ist der zweitwichtigste Exporteur von Pestiziden weltweit mit einem Marktanteil von ca. 12% hinter China und noch vor den USA. Und gleichzeitig weisen pestizidproduzierende Unternehmen stets immer wieder gerne darauf hin, dass ihre Produkte sicher seien, wenn sie korrekt eingesetzt werden. Dass dies nicht immer der Fall ist, konnten wir beispielsweise in unserem letzten Online-Seminar vor zwei Wochen von Expertinnen aus Bolivien und Argentinien erfahren. Heute wollen wir nun der Frage nachgehen, wie es also sein kann, dass im globalen Süden noch immer Pestizide auf den Markt kommen, die in der EU verboten sind. Dabei werden wir von verschiedenen Möglichkeiten der Regulierung, näher betrachten. Und wir wollen uns auch anschauen, wie Pestizidkonzerne versuchen, die Politik etwa auf EU-Ebene zu beeinflussen. Und schließlich soll es eben auch dann um die Frage gehen, welche spezielle Rolle auch der deutschen Bundesregierung hier zukommt, die mit Bayer und BASF als den zweiten und drittgrößten Pestizidherstellern der Welt vor der Haustür hat. Und dazu haben wir sehr spannende Gäste eingeladen. Sie sind hier alle schon zu sehen. Ich werde sie nach der Reihe einmal vorstellen. Susan Heffmans wird uns zunächst einen Überblick über die bisherige internationale Pestizidregulierung geben.
Sie ist Agraringenieurin und Referentin beim Pestizidaktionsnetzwerk PAN Germany und ist auch Mitglied im Leitungsgremium von PAN International. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit betrifft den Pestizideinsatz in der Landwirtschaft und die entsprechenden Regulierungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. Und einen besonderen Fokus legt sie auf den Schutz von Mensch, Natur und Umwelt vor hochgefährlichen Pestiziden, HHPs, und auf die Förderung nachhaltiger, nicht chemischer Alternativen. Susan, schön, dass du dabei bist hier heute Abend. Als nächstes werden wir auf die EU-Ebene schwenken und von Daniela Wannemacher vom BUND Einblicke in die Lobbyaktivitäten von Pestizidherstellern in Brüssel erhalten. Daniela hat Agrarwissenschaften studiert und ist nach einer Tätigkeit für einen Bundestagsabgeordneten, bei der sie sich intensiv mit dem Thema Glyphosat beschäftigt hat, ist sie jetzt seit 2 Jahren beim BUND für Gentechnikpolitik zuständig und hat auch da einen starken Link in ihrer Arbeit zu dem Pestizidthema. Hallo, herzlich willkommen, Daniela. Schön, dass du auch dabei bist. Und schließlich darf ich aus dem Bundestag Dr. Kirsten Tackmann, studierte Veterinärmedizinerin und Obfrau im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft für die Linksfraktion, sowie Uwe Kekeritz, Diplom-Volkswirt und entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen, ganz herzlich begrüßen. Beide befassen sich aktuell damit, was die deutsche Bundesregierung umsetzen sollte, um die Doppelstandards in der internationalen Pestizidvermarktung abzubauen. Und nochmal zurück zum Ablauf. Nach den Beiträgen der vorgestellten PodiumsteilnehmerInnen haben wir im zweiten Teil dann eben die Gelegenheit, mit Ihnen in den Austausch zu kommen und auf Ihre Fragen einzugehen. Bitte haben Sie eben Verständnis, wie ich schon sagte, dass wir das aufgrund des Formats eben nicht in Form von Wortbeiträgen machen werden, sondern die Fragen schriftlich sammeln über die F&A-Funktion. Genau. Ich würde jetzt gerne starten mit Susan direkt. Wir fangen sozusagen auf der internationalen Ebene an. Und ich würde gern ausnahmsweise mal positiv starten mit dir, Susan. Was habt ihr denn als PAN, also Pestizidaktionsnetzwerk, in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnte sind es ja schon durch Lobbyarbeit erreicht? Und was hat sich hier verbessert bereits in puncto internationaler Pestizidregulierung? Ja, danke, Lena. Versuche ich das mal schön knapp zusammenzufassen. Ich will mal 4 Punkte hervorheben. PAN hat maßgeblich an der Entstehung wichtiger Konventionen mitgearbeitet oder deren Entstehung forciert. Das ist einmal die Stockholm-Konvention oder das Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe, die auch eben sogenannte, also POPs, Persistent Organic Pollutants, reguliert und auch deren weltweiten Ausstieg dieser gelisteten Pestizide vorschreibt. Da hat die damalige PAN Dirty Dozen Liste erheblichen Beitrag dran gehabt. PAN hat auch an der Entwicklung des ursprünglichen PIC-Verfahrens, das ist das Verfahren, was jetzt in der Rotterdam-Konvention Eingang gefunden hat, mitgewirkt und damit sehr viel zu mehr Transparenz und Selbstbestimmung im Bereich Pestizidhandel beigetragen. Vielleicht kommen wir da später noch genauer drauf, was das bedeutet. Wir haben außerdem an der Ausarbeitung des internationalen Pestizidverhaltenskodex der FAO mitgewirkt und unter anderem waren wir treibende Kraft, den immer wieder zu verbessern und Richtlinien zu ergänzen. Und beispielsweise mit den Berichten vom Feld über Vergiftung haben wir auch dazu beigetragen, dass dieser unsägliche Begriff der sogenannten sicheren Anwendung von Pestiziden aus diesem Verhaltenskodex rausgenommen wurde und stattdessen eben aufgenommen wurden, dass ein schrittweises Verbot hochgefährlicher Pestizide ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements darstellen. Und vielleicht noch als ein weiterer Punkt, weil wir hier in Deutschland sind und Deutschland hat auch gerade die Präsidentschaft über das globale Chemikalienmanagement SICEM, hat PAN wesentlich dazu beigetragen, dass hochgefährliche Pestizide, HHPs, als
globales Fokusthema mit aufgenommen worden ist und auch mit der klaren Ansage, diese durch agrarökologische Praktiken zu ersetzen. Das vielleicht auf die Schnelle. Ja, super. Das klingt auf jeden Fall schon mal nach großen Teilerfolgen, sagen wir so. und kannst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, vielleicht für Menschen, die jetzt irgendwie hier gerade dabei sind und von diesen ganzen Konventionen noch nicht so viel gehört haben, also welche Konventionen sind wirklich jetzt verbindliche Abkommen und was beschränkt sich eher auf so eine freiwillige Ebene? Ja. Verbindlich für Pestizide sind drei Konventionen. Wobei eine, die kann man ganz schnell abhaken, das ist das Montreal-Protokoll, da wird genau ein Pestizid drunter reguliert. Das geht um den Schutz der Ozonschicht. Konzentrieren wir uns mal auf die anderen beiden, das ist die Rotterdam-Konvention und die Stockholm-Konvention. Und Stockholm-Konvention ist wirklich die Konvention, die tatsächlich globale Verbote auch ausspricht und ist damit was ganz Besonderes. Und sie ist aber für ganz spezifische, eng gefasste Pestizide nur relevant und auch andere Chemikalien sind nicht nur Pestizide, nämlich die den Kriterien entsprechen, die müssen halt diesen sogenannten POP-Kriterien entsprechen, ne? Müssen über weite Strecken transportiert werden, müssen sich sozusagen persistent, also dauerhaft nachweisbar sein und. Aber wenn solche Pestizide dort gelistet sind, dann bedeutet das tatsächlich ein weltweites Verbot. Es gibt aber auch es gibt unterschiedliche Listungen und es gibt auch so ein paar Einschränkungen für bestimmte Pestizide, gibt es Ausnahmen. DDT ist so ein Beispiel, in der Landwirtschaft verboten, aber zur Vektorkontrolle im Kampf gegen Malaria noch erlaubt hat. Dann gibt es eben die Rotterdam-Konvention, die auch als PIC-Konvention bezeichnet wird, mit dem Wort Prior Informed Consent. Das heißt, dort geht es vor allen Dingen, wenn ein Staat ein Pestizid verboten hat oder streng reguliert hat und das in einem anderen Land, wenn dieser wieder Wirkstoff auf der Liste gelistet ist und der Staat will den exportieren, dann muss er Daten liefern, nämlich warum hat der Staat denn die reguliert, warum, ne? Hat er gesagt, das ist für uns eigentlich zu gefährlich, und das Importland kann halt sagen, so erstmal möchte ich Informationen haben und kann dann entscheiden, ich möchte dieses Pestizid nicht oder okay, trotz dieser Gefahren nehme ich das Pestizid sozusagen, erlaube ich den Import. Also es ist wirklich, es verbietet kein Pestizid, aber schafft sehr viel mehr Transparenz und schafft auch die Möglichkeit, Stopp, Nein zu sagen. Und dann ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, dass wenn wir davon ausgehen, dass wir mindestens 1000 Pestizide auf dem Markt haben, werden über diese Konvention verbindlich 34 Pestizide geregelt. Das zeigt, wir haben einen riesen Bereich, der eigentlich nicht diesen verbindlichen Konventionen unterliegt. Und ein wichtiges, schon erwähntes Rahmenwerk ist ja der Pestizidverhaltenskodex, der internationale. Der gilt für alle Pestizide, es ist auch ein wichtiges Leitdokument, aber ist halt freiwillig. Beinhaltet aber auch Leitschnuren oder für zum Beispiel Regierungen, für die Pestizidindustrie, enthält auch Aufgaben, was NGOs tun können. Und was gut ist, dieser Verhaltenskodex, der erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus von Pestiziden, was wichtig ist. Interessant ist, da ist zum Beispiel sowas drin wie, da muss ich nochmal gucken, dass zum Beispiel gibt der Kodex der Industrie vor, sie solle ein aktives Interesse an der Nachverfolgung ihrer Produkte bis zum Endverbraucher haben, das ist sehr interessant, oder auch, sie soll weniger giftige Handelsprodukte verfügbar machen. Also, aber es bleibt eben eine Freiwilligkeit. Und der Urkodex sozusagen ist aus dem Jahr 1985. Damals gab es noch sehr viele, gerade im globalen Süden, Länder, die gar keine Pestizidgesetze hatten. Man kann sagen, er hat auch dazu geführt, dass es jetzt fast überall Pestizidgesetzgebung gibt. Das ist gut, aber dennoch hat dieser Verhaltenskodex nicht verhindert, dass es nach wie vor Millionen von Vergiftungen mit Pestiziden weltweit gibt.
Ja, super. Jetzt hast du meine nächste Frage schon so ein bisschen vorweggegriffen. Das ist wunderbar. Alles gut. aber ich wollte genau näher nochmal irgendwie zu diesem Verhaltenskodex fragen. Und vielleicht kannst du da nochmal kurz darauf eingehen. Das ist ja ein FAO-Instrument oder von der FAO ins Leben gerufen. Welche, also die UN-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation, welche Rolle spielt da die FAO auch heute noch? Wie stark ist da auch das Mandat der FAO in puncto Pestizidregulierung global? Ja, grundsätzlich nochmal zur FAO. Ihre Aufgabe ist ja, die Produktion und Verteilung von landwirtschaftlichen Produkten und Nahrungsmitteln weltweit zu verbessern und die Ernährung sicherzustellen und den Lebensstandard anzuheben, sage ich mal. Und die FAO, sie hat großen Einfluss. Sie berät Mitgliedstaaten im Bereich der Ernährungs- und oder Agrar- und Entwicklungspolitik ja auch. Sie ist ein Wissenschaftsnetzwerk. Und sie betreut auch tausende von Projekten. Also ganz berühmt, denke ich, auch, was viel gebracht hat, sind diese Farmer Field Schools zum Beispiel, was über lange Zeit eben, wie Farmer trainiert hat im Anbau oder auch im vorgeschriebenen Umgang mit Pestiziden. So, das ist einfach so eine Rolle, die die FAO hat. Es gibt ein ganz wichtiges Gremium von FAO und WHO, also auch mit der Gesundheitsbehörde der UN. Das ist das Joint Meeting of Pesticide Management und dort werden wichtige Entscheidungen getroffen, eben auch was die zukünftige UN-Pestizidpolitik angeht. Ganz spannend, was im Moment gerade erarbeitet wird, ist ein Global Action Plan on HHPs, also ein globaler Aktionsplan, um hochgefährliche Pestizide, strenger zu regulieren, den schrittweisen Ausstieg voranzubringen. Also sie hat wirklich eine große Bedeutung und ist aber natürlich auch, nur so stark wie die beteiligten Staaten, die sich drum kümmern. Klar. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz abschließend zusammenfassen, was sind jetzt hier gerade auf dieser internationalen politischen Ebene für dich die größten Baustellen oder auch Schwachstellen, also wo noch nachgebessert werden muss? Du hast ja schon erwähnt, einerseits Verbindlichkeit versus Freiwilligkeit und andererseits eben auch die sehr geringe Zahl der Pestizide, die verbindlich reguliert ist. Was sind sonst noch Schwachstellen? Also ich sag mal so, Hauptschwachstelle ist, dass es fehlt einfach so ein verbindliches Regelwerk oder so ein Vertrag, der alle Pestizide über den ganzen Lebenszyklus umfasst. Also nicht was Freiwilliges, sondern was Verbindliches. Wir haben gesehen, mit der Freiwilligkeit kommt man eben nur ein bestimmtes Stück weit und wir sehen einfach an den Umweltbelastung, an den Vergiftungen, es braucht mehr. Wir brauchen mehr, um das Ziel eines schrittweisen Verbots von HHPs aus der Landwirtschaft bis 2030 herauszubringen. Da braucht es mehr Engagement. Was du schon angesprochen hast, wir sehen einen Bedarf, die Doppelstandards im Pestizidhandel auszuräumen. Und das sehen übrigens nicht nur wir so, sondern wir haben auch Partner im Süden, die das genauso sehen. Es wird ja oft gesagt, ja, das wollen bloß die Nordländer, aber das stimmt nicht. Also wir haben, es gibt auch Beispiele von Ländern, die auch da schon aktiv sind, um das von ihrer Seite nämlich anzugehen, Länder im Süden. Und wo wir auch eine große Schwachstelle sehen, das ist der Einfluss der Pestizidindustrie auf die Pestizidregulierung und auf internationale politische Prozesse. Und das verhindert natürlich auch ein fortschrittliches Umsetzen anderer Politiken, Förderung von Alternativen. Der Mangel an, dass die Industrie haftbar gemacht werden kann für die Schäden, die ihre Produkte anrichten, an Mensch und Natur. Und vielleicht noch als Letztes, wir sehen einfach, dass im Bereich der alternativen Förderung von Agrarökologie, raus aus dem aus der sehr inputintensiven Landwirtschaft, dass dort zu wenig
da steckt so viel Potenzial drin, das wird einfach nicht genutzt, nicht ausreichend genug genutzt, und dass man hier wirklich, es gibt natürlich da auch Gegenwehr, ne? Es gibt auch ökonomische Gegeninteressen, die das verhindern, also das hier würde sich lohnen, ja, mehr zu tun, da sehen wir eine Schwachstelle. Ja, super. Vielen Dank, Susan. Ich glaube, dein Stichwort Einfluss der Pestizidindustrie auf die Pestizidregulierung ist jetzt ein super Übergang. Ich würde jetzt auf die EU-Ebene schwenken und als erste zu Daniela Wannemacher. Und zwar, wenn du jetzt die, du hast dich ja sehr stark mit Glyphosat auf EU-Ebene beschäftigt, und wenn du die Wiederzulassung von Glyphosat auf EU-Ebene und die Lobbyaktivitäten von Konzernen wie Bayer Monsanto als Krimi erzählen müsstest, was wäre dann dein Lieblingskapitel sozusagen, was du gerne hervorheben würdest? Ja, danke für die Frage, Lena. Also erstmal, mein Lieblingskapitel ist eigentlich noch gar nicht geschrieben oder erzählt, weil das wäre eigentlich das Schlusskapitel für Glyphosat in Europa. Also dass Glyphosat in der nächsten Zulassungsrunde keine Zulassung mehr bekommt für die Anwendung auf dem europäischen Markt, oder dass eben nur noch ganz wenige gezielte Anwendungen zugelassen sind und ansonsten eben der Ausstieg aus Glyphosat-Nutzung stattfindet, der ja eigentlich auch schon ja angekündigt ist oder auch im Deutschen Koalitionsvertrag für diese Wahlperiode versprochen wurde. Aber natürlich gibt es auch ansonsten in der ganzen Geschichte, wie wir 2017 zu einer Verlängerung der Glyphosat-Zulassung gekommen sind, viele Highlights, an denen es atemberaubend und vor allem auch zum Aufregen war. Und du hast eben gesagt, die europäische Ebene, aber eigentlich ging es ja gar nicht so viel um die europäische Ebene, auch wenn die formale Zulassung auf europäischer Ebene stattfand, sondern es ging ja ganz viel um das, was in Deutschland passiert ist, weil die Pestizidzulassung in Europa ja so passiert, dass ein Hersteller, der ein Pestizid einen Wirkstoff zugelassen haben will, sich dafür einen Mitgliedstaat sucht, dem ein Dossier übergibt mit ganz vielen Studien, die der Hersteller oder das Herstellerkonsortium oder die Vereinigung, diesen Wirkstoff dann auf den Markt bringen will, dazu gemacht haben. Dazu sind die Hersteller auch verpflichtet, Studien durchzuführen, um die Risiken zu betrachten. Und anhand dieses Dossiers eben dann ein Mitgliedstaat in der EU, beziehungsweise ein Mitgliedstaat und ein zweiter an die Seite gestellter Mitgliedstaat, dann eine Empfehlung aussprechen oder eigentlich so einen Vorbericht machen, und der in der Regel eben auch übernommen wird von der EU. Das heißt, die Verantwortung für die Zulassung oder Wiederzulassung eines Pestizidwirkstoffs liegt dann eben doch ganz viel bei einem Mitgliedstaat. Und das war eben im Fall von Glyphosat, war das Deutschland. Und da gab es schon ja aus BND-Sicht ein paar Ungereimtheiten oder ein paar Punkte, an denen man sehr gut sieht, welche Fehler oder welche Mängel unser Zulassungssystem für Pestizide noch hat. So haben Recherchen von Lobbykontroll 2019 ergeben, dass Gelder von Monsanto geflossen sind, um angeblich unabhängige Studien zu Glyphosat zu erstellen und zu veröffentlichen. Und auch der BUND hat 2019 eine Studie veröffentlicht auf Basis von Daten, die wir per UIG angefordert haben von den deutschen Behörden, um zu sehen, wie auch die Kommunikation war oder wie dieser ganze Prozess der Zulassung erfolgt ist. Und anhand dieser Daten, die wir nur nach einer Klage bekommen haben, also das zeigt auch schon, wie intransparent dieses Verfahren ist, dass man nicht einfach nur eine Anfrage nach Umweltinformationsgesetz stellt, sondern dass wir sogar oder der BUND sogar klagen musste dafür, diese Daten zu bekommen. Dass es gar nicht gewünscht ist, dass das Verfahren transparent läuft und eine Öffentlichkeit mitbekommt, was da passiert. Und die Daten in der Auswertung haben dann gezeigt, dass es eben durchaus Versuche gab, der Hersteller den Zulassungsprozess zu beeinflussen. Zum Beispiel dadurch, dass in diesem Dossier schon eine Zusammenfassung von Studien in Clustern erfolgte und dann die Hersteller eine Empfehlung ausgesprochen haben, welche dieser Studien relevant sind und welche dieser Studien in die Bewertung des BfR mit einbezogen werden sollten. Außerdem gab es dann falsche Behauptungen über angeblich 800 unabhängige Studien,
die belegen würden, dass Glyphosat ungefährlich ist. Das waren A, keine 800 und B, waren sie nicht unabhängig, sondern zum großen Teil eben industrieeigene Studien. Viele unabhängige Studien dagegen wurden aussortiert aus diesem Bericht, dass die Deutschen, den die deutschen Behörden für die europäische Ebene erstellt haben, weil sie nicht den Labor, weil sie nicht unter Laborbedingungen entstanden sind, also weil sie nicht den Mindeststandard für Zulassungsstudien unterlagen. Aber dieser Mindeststandard gilt ja vor allem eigentlich, damit Industriestudien eben vergleichbar sind und bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Und insgesamt ist dabei und in dieser Auswertung, die der WND auch gemacht hat, das Bild entstanden, dass ein Problem der Zulassung eben ist, dass sich die Behörden, die mit der Zulassung beschäftigt sind, eher als Dienstleister der antragstellenden Industrie verstehen und eben nicht als Vertreter der Gesellschaft, für die sie eigentlich die Risiken bewerten sollen. So haben zum Beispiel auch die Antragsteller den Bericht mehrmals zur Kommentierung und zur Diskussion erhalten, bevor er veröffentlicht wurde. Kritische Stimmen, also zum Beispiel die Verbände oder auch kritische Wissenschaftlerinnen, hatten nur einmal die Chance, diesen Bericht zu kommentieren. Und da sieht man eben auch, ja, dass es gar nicht so gewünscht war, dass da nochmal ein kritischer Blick drauf geworfen wird, sondern dass es eben auch darum ging, es den Herstellern zu ermöglichen, möglichst gut und unproblematisch diese Verlängerung zu erreichen. Und in dem, was wir ausgewertet haben, kamen wir eben auch zu dem Schluss, dass das auch daran liegt, dass es da eine Kontinuität von einer zu engen Zusammenarbeit auch gibt zwischen den Behörden und den antragstellenden Unternehmen. Also dass zum Beispiel ein Abteilungsleiter, der für die Genehmigung zuständig war, einfach über viele Jahre eng mit Vertretern der chemischen Industrie zusammengearbeitet hatte und auch in einem oder auch Studien für die erarbeitet hat und dafür eben auch Geld geflossen ist. Das sind so die schlimmen Momente sozusagen oder die Thriller-Elemente in diesem Krimi, nach dem du gefragt hast. Aber es gab natürlich auch ganz positive Momente in der bisherigen Erzählung, weil es gab zum Beispiel eine riesengroße öffentliche Diskussion um Glyphosat. Es gab die Diskussion mit Landwirtinnen und Landwirten und den Organisationen der Landwirtschaft, aber eben auch ganz viel in der Öffentlichkeit, ob nicht vielleicht zu viel Glyphosat eingesetzt wird und wo man Glyphosat einsparen kann. Es gab eine europäische Bürgerinitiative zu Glyphosat, die über 1,3 Millionen Unterschriften europaweit gesammelt hat und die eben damit auch bestimmte Verbesserungen im europäischen Zulassungssystem durchgesetzt hat und auch auf europäischer Ebene einen guten Prozess angestoßen hat, sich nochmal die Zulassungsbedingungen von Pestiziden anzusehen. Deswegen, ich glaube, dass die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist oder ja, wir beim BUND oder wir als Umweltverband hoffen, dass diese Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist, sondern dass da noch ein paar gute Wendungen am Ende kommen. Und es ist gut, dass zum Beispiel 2019 in der Folge schon beschlossen wurde, dass zukünftig Studien transparenter gemacht werden müssen, anhand derer eine Zulassung erfolgt. Aber es fehlen natürlich trotzdem noch ein paar Schritte dafür, dass wir sagen würden, das ist ein gutes Zulassungsverfahren, das wirklich die Belange der Gesellschaft und die Belange der Umwelt ernst nimmt. Aber dazu kommen wir nachher nochmal. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank dafür erstmal, Daniela. Ganz kurz zwischendurch, bevor ich es vergesse, nochmal der Hinweis. Sie als Zuhörer, Zuhörerinnen können sehr gerne, wenn irgendwie schon Fragen auftauchen, die direkt in dem F&A-Tool da einpflegen, schriftlich sozusagen. Und ja, vielen Dank für diesen Überblick erstmal, Daniela. Ich glaube, das Glyphosat ist letztlich ein Beispiel dafür, das irgendwie ganz gut aufzeigt, wo wirklich so die strukturellen Probleme bei der Pestizidzulassung sind. Du hast aber jetzt auch schon gesagt, was auch so die positiven Schritte sind, was sich irgendwie bereits getan hat. Da ist ja auch auf jeden Fall zu nennen, jetzt im Rahmen des Green New Deals der EU, dass dieses Jahr im Frühjahr
eine Strategie verabschiedet wurde von der EU-Kommission, die Farm-to-Fork-Strategie, wo aus meiner Perspektive recht ambitionierte Ziele auch zum Thema, zum Pestizidthema drin enthalten sind. Kirsten Tackmann, vielleicht magst du mal ganz kurz dazu Stellung nehmen. Wie bewertest du diese Strategie der EU-Kommission, vor allem in Bezug auf das Pestizidthema und die Ziele, die da formuliert sind? Ja, erstmal guten Abend noch von mir und ich möchte mich bei der Gelegenheit auch mal bei allen Akteuren, insbesondere auch bei Pan-Europe bedanken, die da immer wieder extrem Druck machen, weil nur mit diesem öffentlichen Druck kann sich an der Politik was bewegen, ist meine Erfahrung. Also wenn wir nur in den Parlamenten klug reden, reicht es meistens nicht, sondern wir müssen darauf verweisen, dass halt Leute hinter uns stehen. Also insofern ist das, glaube ich, immer gut, wenn Zivilgesellschaft und Parlamente eng zusammenarbeiten, dann können wir am ehesten erfolgreich sein. Und der Druck, den es tatsächlich gibt, auch in der kritischen Diskussion zu Pestiziden, der hat dazu geführt, dass tatsächlich sich die EU da auch doch schon ziemlich ambitionierte Ziele gestellt hat, denn eine Halbierung bis 2030, das ist schon eine Nummer, wobei man natürlich sagen muss, es ist erstmal nur nominell. Also es ist ja nicht konkret untersetzt, was da jetzt konkret reduziert werden soll. Und trotzdem sage ich, das ist als politische Botschaft schon mal wichtig, das auch so festzustellen, dass wir da erstens ein Problem haben und zweitens uns dringend kümmern müssen. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass man da auch noch mal ein bisschen genauer sagt, wo man anfangen muss, also Prioritäten setzt, weil sicherlich bei den Insektiziden ein größeres Problem ist als bei Fungiziden und bei Herbiziden das Problem noch mal ein bisschen anders liegt. Aber sei es drum, das zeigt aber, dass wir nicht nur über Pestizide reden dürfen, sondern wir müssen über eine andere Landwirtschaft reden. Wir müssen über andere Strukturen reden, weil der Druck kommt ja von großen Konzernen, die einfach übermächtig sind und die letzten Endes bestimmen, was auf unserem Teller landet. Also eigentlich hat Bayer und Tönnies mehr damit zu tun, habe ich manchmal den Eindruck, was wir an Lebensmitteln kaufen, als tatsächlich die Verbraucherinteressen sind. Ne? Und das ist natürlich ein ernsthaftes Problem. Das ist übrigens auch ein ernsthaftes Problem für die Landwirtschaft, weil die müssen ja unter den Bedingungen auch arbeiten und die müssen auch überleben. Die stehen auch oft mit dem Rücken an der Wand. Das heißt also, wir müssen eigentlich über das gesamte Ernährungssystem reden. Und in das dann, in diese eigentlich Systemdiskussion, dann tatsächlich die Pestiziddiskussion mit einbetten. Und da sage ich mal, ja, Landwirtschaft ist systemrelevant in ganz vielen Aspekten. Und Corona hat uns ja da auch nochmal dran erinnert. Das heißt also, wir müssen eigentlich auch über ein neues Agrarleitbild reden, aus unserer Sicht jedenfalls, weil es muss darum gehen, nicht möglichst billig, möglichst viel für den Weltmarkt zu produzieren, sondern zu versorgen. Also Landwirtschaft muss eigentlich wieder in ihre Versorgungsfunktion zurückkommen. Und dazu müssen dann Pestizide nur insofern eine Rolle spielen, wo sie halt dann funktionell tatsächlich gebraucht werden. Und als Übergang, da bin ich komplett bei denen, die jetzt schon hier Darlegungen gebracht haben, weil ich bin ja selber Wissenschaftlerin, bin Tierärztin und mich ärgert das wirklich massiv, dass Großteil der Forschung eigentlich nur noch als Industrieforschung stattfindet. Das heißt also, wir brauchen dringend auch eine unabhängige Forschung, Risikoforschung zu den Pestiziden. Wir brauchen alternative Forschung zu alternativen Anbausystemen und so weiter. Also wir müssen da, glaube ich, auch ein bisschen größer denken, aber ich bin sehr froh, dass die EU zumindest das mal auf den Weg gebracht hat, auch wenn die Bundesagrarministerin ja im Zusammenhang mit der GAP-Diskussion gesagt hat, naja, das sind jetzt nur so Überentscheidungen, die so über den Äckern schwebt und wir sind ja gar nicht verbindlich und so weiter. Dafür müssen wir sorgen, dass sie tatsächlich verbindlich werden. Vielleicht kannst du das noch mal ein ganz bisschen ausführen, weil ich das auch irgendwie dachte, das wäre jetzt noch mal spannend. Die GAP-Verhandlung, also die gemeinsame Agrarpolitik der EU, was hat das jetzt gerade für Auswirkungen jetzt, also diese Strategie der EU-Kommission, was hat das jetzt tatsächlich gerade für Folgen auch für die gemeinsame Agrarpolitik der EU? Also das gehört dazu. Also wir brauchen sowohl eine ordnungsrechtliche Ebene, das heißt also Regulierung von Rahmen, um zum Beispiel, ist meine Argumentation immer wieder, wir müssen ja die vernünftig handeln, vor denen, die unvernünftig handeln, schützen. Und das kann nur das Ordnungsrecht, indem halt Dinge verboten sind, die nicht akzeptiert werden. Aber wir müssen halt die vernünftig sind, auch unterstützen. Das heißt also, Fördermittel dort müssen dort landen,
wo sich Leute längst auf den Weg gemacht haben für eine andere Landwirtschaft. Und da ist es natürlich ein bisschen aberwitzig, wenn gesagt wird, also Farm to Fork und die BioDiff-Strategie, also die Strategie zur biologischen Vielfalt, hätte eigentlich gar nichts mit GAP zu tun, weil es halt nicht verbindlich wäre. Naja, also wenn es die politischen Ziele sind, die formuliert sind, dann sollten die natürlich auch in der GAP, also in Förderpolitik eine Rolle spielen. Wobei ich sage, für mich ist da wirklich eigentlich auch eine Tür zumindest ein kleines bisschen aufgegangen. Das reicht alles nicht, da sind wir uns vollkommen einig, da ist auch Kritik an vielen Stellen berechtigt. Auf der anderen Seite muss man ja immer sagen, da gab es auch massive Widerstände, überhaupt irgendwas zu ändern. Also manchmal müssen wir auch in der Diskussion ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Erfolge nicht kleinreden, weil der richtig große Schritt, der notwendig wäre, auch anhand der Herausforderungen, sozial und auch ökologisch, zu klein ist, sondern wir müssen auch zuschauen, dass tatsächlich jetzt eine Chance besteht, einen Schritt weiterzukommen. Also in der Ausformulierung der sogenannten Konditionalität, also wie viel ökologische Leistung muss in der ersten Säule verpflichtend gebracht werden? Wie viel können wir an diese sogenannten Öko-Regeln oder Eco-Schemes, was kann da konkret ausformuliert werden, damit es auch wirklich wirksame ökologische Fortschritte gibt? Ja, das sind so viele Stellschrauben, die wir jetzt durchaus noch möglich haben, obwohl im Gesamtpaket da, sagen wir mal, nicht das rausgekommen ist, was wir uns erhofft oder erstritten haben. Ich sage aber auch, wir müssen manchmal auch ein bisschen die deutsche Brille abnehmen. Also ich habe ja im Bundestag in der Debatte gesagt, ja, wenn die bulgarischen Bäuerinnen und Bauern, Landwirte, die uns zum Beispiel in der DDR, ich bin ja Ostkind sozusagen, früher immer versorgt haben mit Obst und Gemüse, ne? Jetzt aber konkurrieren müssen mit Almeria, wo ganze Regionen unter Folienzelten verschwinden und mit sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen bearbeitet werden, dann wird es halt auch schwierig, ne? Also insofern, das kann eine Chance sein, wir sollten uns da nicht kleiner reden, als wir sind, und wir sollten jetzt den Druck erhöhen, dass am Ende auch unter den Rahmenbedingungen Beschlüsse gefasst werden, die besonders weit dann auch reichen und tatsächlich auch das Problem mit Pestiziden mit in den Blick nehmen können. Ja, super. Ganz vielen Dank. Ich würde jetzt noch mal wieder sozusagen ein bisschen zurück auf die internationalen Auswirkungen auch unserer nationalen und EU-Pestizidpolitik an Uwe Kekeritz. Sie setzen sich ja im Bundestag für ein Exportverbot ein von in der EU aus Umwelt- und Gesundheitsschutzgründen verbotene Pestizide aus Deutschland. Wie sollte sowas genau aussehen, so ein Exportverbot? Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich auch zunächst einmal bedanken für die Initiative, die Sie ergriffen haben, und vor allen Dingen auch den vielen NGOs, die in diesem Bereich tätig sind. Ich habe gehört, dass es allein in Deutschland 60 NGOs sind, die diese Initiative Verbot von Exporten hochgiftiger Pestizide mit unterstützen. Und es ist tatsächlich so, wir sind auch eng mit der NGO-Szene verbunden, auch die Linken. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, wir werden einen gemeinsamen Antrag erstellen, den wir dann selbst mit den NGOs, aber auch mit Wissenschaftlern erstellt haben und auch schon in den Bundestag eingebracht haben. Ich muss Ihnen nicht erzählen, was damit passiert. Wenn die Opposition Anträge einbringt, dann werden die abgelehnt, unabhängig davon, welchen Inhalt es sie eigentlich sind. Wie ich mir das vorstelle, ja, wissen Sie, wir haben ja schon eine gesetzliche Grundlage, die das uns durchaus ermöglicht. Wir bräuchten noch nicht einmal ein Gesetz ändern, denn es ist im deutschen Gesetz eigentlich verankert, dass die Landwirtschaftsministerin oder sagen wir mal das Landwirtschaftsministerium im Falle der Gefährdung von Mensch und Umwelt berechtigt wäre, einfach ein Exportverbot zu erlassen. Das wäre der einfachste Schritt, das könnte man machen, und da kommt man halt überhaupt nicht weiter. Und wissen Sie, wir sprechen ganz viel von Doppelstandards. Das ist mir schon wichtig und wichtig, dass das mal klar gemacht wird. Es gibt tatsächlich Doppelstandards, aber es gibt auch eine doppelte Moral, die dahinter steckt. Und es ist ja auch schon angesprochen worden von Daniela, dass eben der Einfluss der Großindustrie ein enormer auf die Politik ist. Und da müssten wir eben auch tatsächlich versuchen, in der Politik eine Veränderung zu erreichen. Der Green New Deal wurde gerade genannt, ja, ist ja eine wunderbare Sache. Aber solange ich tatsächlich das nicht
konkret mit den GAP-Verhandlungen verbinde und konkret mit den mittelfristigen Finanzplanungen der EU verbinde, ist das wirklich nur eine Rhetorik, die offensichtlich doch nur die Leute beruhigen soll. Sicherlich, wir haben erreicht, dass die überhaupt mal darüber diskutieren. Das ist schon richtig. Aber wir müssen ganz einfach auch sagen, dass das nicht mehr reicht. Das reicht einfach nicht mehr aus. Wenn ich mir vorstelle, dass es da Aussagen gibt, dass allein der Schaden in der EU durch den Einsatz von Pestiziden, und zwar von allen Pestiziden, bei ungefähr 630 Milliarden liegt, dann ist das für mich überhaupt nicht mehr diskussionswürdig. Da muss ich nicht davon reden, dass Rotterdam, Stockholm oder sonstiges versagt hat. Das ist Politikversagen. Hier muss einfach gehandelt werden. Und man kann natürlich das System nicht von heute auf morgen umschmeißen. Das ist völlig richtig. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie lange es diese Stockholm- und Rotterdam-Erklärungen schon gibt. Das ist ja nicht so, dass die erst gestern gefunden worden sind, sondern die sind ja auch schon sehr, sehr lange unterwegs und versuchen, die Veränderungen zu bewirken. Und es geht nicht und es geht nicht und es geht nicht. Und das ist eben auch etwas, was wir am Beispiel Glyphosat ganz deutlich sehen. Ich habe 1996, ich komme aus Uffenheim, falls Ihnen das was sagt, das ist ein kleines Städtchen in Mittelfranken, ein Genacker mit vielen Jugendlichen besetzt. Da hat nämlich Monsanto einen Feldversuch gemacht. Ja, Monsanto musste dann nach einem Jahr wieder abziehen, hat den Versuch abgebrochen und seitdem setze ich mich mit diesem Thema auseinander. Ich glaube, es war im Jahr 2010, dass wir eine große öffentliche Expertenanhörung im Deutschen Bundestag hatten über die negativen gesundheitlichen, nur gesundheitlichen Auswirkungen von Glyphosateinsatz in Lateinamerika. Da gab es schon Studien, die klar belegten, dass Glyphosat krebsfördernd ist, dass auch andere Sachen wie Hautausschläge, Hauterkrankungen, Niereninsuffizienzen und zu Fehlbildungen kann es kommen bei Geburten und so weiter. Das ist einfach die ganz normale Palette von Katastrophen, die mit Glyphosat verbunden sind. Und dann kommen wir nach Europa und die Bundesregierung meint in der Öffentlichkeit, ja, wir werden uns enthalten, sodass Glyphosat keine Verlängerung mehr bekommt. Was macht der CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt? Er kümmert sich nicht darum, was angeblich auf dem Kabinett beschlossen worden ist, sondern er stimmt einfach für die Fortführung oder für die Wiederzulassung oder Verlängerung der Zulassung um 5 Jahre in Brüssel. Ja, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass der das wirklich gegen den Willen der Regierung gemacht hat. Also das ist oftmals nur eine Scheinheiligkeit, die hier zutage getragen wird. Und das ist etwas, was wir definitiv ändern müssen. Es ist ja vorhin auch der Begriff Transparenz gefallen. Ja, man hat ja uns erklärt jetzt eben, wie das mit diesen ganzen Studien läuft. Das ist ja nicht nur bei Glyphosat so, das läuft ja bei ganz vielen. Das ist doch unerträglich, dass wir als NGO oder als kritische Opposition darum bitteln und betteln müssen, dass sie doch bitte schön Transparenz herstellen müssen. Nein, da ist Lug und Betrug dran und es wird von der Politik noch mitgedeckt, von der Exekutive mitgedeckt. Das muss man ganz klar sagen und das ist ein unerträglicher Zustand. Und wenn Sie mich fragen, wie wir das ändern wollen, dann ist das der richtige Ansatz. Wir müssen tatsächlich den Druck erhöhen und es gibt natürlich auch jetzt eine gute Bewegung und wir sind auf dem richtigen Weg, aber wir haben nicht noch 20 Jahre Zeit. Ja, wenn ich mir vorstelle, dass es tatsächlich von WHO behauptet wird, dass jedes Jahr 1,6 Millionen Todesfälle durch den Einsatz von Pestiziden weltweit zu verzeichnen sind, dann muss ich mich fragen, ja, wissen Sie eigentlich, wie viele Menschen im Vietnamkrieg gestorben sind? Ja, das ist ein Krieg, den wir hier führen. Und das ist einfach unverantwortlich. Und da hilft es natürlich auch, dass wir hier Transparenz erfordern, dass wir eine andere Politik erfordern. Wir brauchen aber auch natürlich eine andere Agrarpolitik. Nicht von heute auf morgen, aber wir müssen sehr viel verstärkter auf agrarökologische Ansätze überwechseln. Und dann wird es auch möglich sein, dass die Umstellung erfolgt. Wichtig ist auch, dass sich die Politik endlich wirklich immunisiert gegen den Einfluss der Lobby. Sie kennen wahrscheinlich alle Antonio Andreoli, der in Österreich promoviert hat, dann eine Professur für ein Jahr hatte. Der hat uns berichtet, wie er massiv unter Druck gesetzt worden ist von der Universitätsleitung, weil er sehr gentechnikkritisch war. Sie sehen also,
Das ist ein Spinnennetz, das überall reicht, auf die Universitäten, auf die Wissenschaft, auf die Politik. Und das ist etwas, was wir verhindern müssen. Und es geht, wenn wir es wollen. Vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Exportverbot ganz konkret zurück. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, aus der EU oder aus Deutschland zunächst mal dürfen keine Pestizide mehr exportiert werden in Drittstaaten, die in der EU nicht genehmigt sind aus Umwelt- und Gesundheitsgründen. Was wäre denn dann, wenn deutsche Pestizidhersteller wie Bayer oder BASF ihre Produktion einfach noch mehr auslagern, als sie das vielleicht in Teilen jetzt schon tun? Was wäre also da die Lösung? Ja, das ist ein typisches Totschlagargument. Ich meine, diese Drohung, ich bin jetzt in der Politik schon sehr, sehr lange tätig, die begleitet mich seit 40 Jahren. Wenn du dieses und jenes nicht machst, dann kommt einfach der Abzug, dann gehen wir woanders hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pharmaindustrie, die chemische Industrie, die in Deutschland Milliarden und Abermilliarden investiert hat, einfach sagt, ja, die schreiben wir jetzt ab und gehen einfach nach Brasilien. Vielleicht sukzessive, könnte ja sein. Aber das ist auch etwas, wo wir uns darüber im Klaren sein müssen. Das Verbot von diesen Mitteln alleine ist bloß die halbe Miete. Wir könnten ja durchaus auch sagen, also dass Lebensmittel, Früchte, Gemüse, was weiß ich, Getreide, dass solche Rückstände aufweist, einfach hier nicht mehr reinkommen. Also dann werden die von sich auch schon überlegen, ob es einfach Sinn macht, diese Gifte noch einzusetzen oder nicht. Und die Kirsten hat es ja vorhin angesprochen, wir müssen auch unsere ganzen Konsumverhalten etwas ändern, gerade im Lebensmittelbereich. Ich glaube, da könnte man sehr viel und sehr positiv wirken. Also ich hätte da weniger Angst, dass die tatsächlich sagen, naja gut, dann packen wir unser Köfferlein und fahren nach irgendwo anders hin. Wo ich sehr viel mehr die Gefahr sehe, dass diese Länder früher oder später sowieso selbst diese Produktion übernehmen würden. Aber darum ist es auch wichtig, dass wir vorbeugen und auch sagen, nach Europa kommen wirklich nur rückstandsfreie Lebensmittel rein. Das wäre eine Maßnahme, die durchaus möglich ist. Angst ist der schlechteste Ratgeber in der Politik. Vielen Dank. Super. Ich glaube, wir haben jetzt alle schon mal total viel aus dieser kleinen Runde mitgenommen. Ich würde noch eine Abschlussfrage an Sie euch alle stellen und dann tatsächlich kommen wir zu Ihren Fragen von den Zuhörern, Zuhörerinnen. An alle, ganz kurz, was ist für dich oder für Sie der wichtigste politische Hebel oder die zentrale politische Forderung, die unbedingt umgesetzt werden muss? Also jetzt mal wirklich nur auf eine Forderung konzentrieren. Ich würde noch mal so in der Reihenfolge durchgehen und mit dir, Susan, anfangen. Ja, danke. Ich gehe davon aus, dass du möchtest, dass ich die internationale Ebene da eine Forderung... Wie du möchtest. Was ist das Wichtigste? Ah, ist ganz schwierig. Also genau, vielleicht gibt es ja noch die Chance, das zu ergänzen, wenn jetzt bei den Forderungen da noch was übersehen wurde. Dann würde ich sagen, wir brauchen dringend einen verbindlichen globalen Pestizidvertrag, der das Ziel des Ausstiegs aus den HHPs mit aufnimmt und den ganzen Lebenszyklus abdeckt. Genau, aber parallel dazu, und das ist wichtig, müssen wir eklatant die nicht chemischen Pflanzenschutzbereiche fördern. Uwe Kekeritz hat das nochmal wieder auch bestätigt. Alle haben es hier nochmal gesagt, also Agrarökologie, Ökolandbau und so weiter. Danke. Super, vielen Dank. Daniela, was ist für dich die zentrale Forderung? Genau, ich finde es auch total schwierig, das auf eine Forderung zu beschränken, weil es gibt natürlich total viele wichtige Dinge und deshalb werde ich mir jetzt auch die Freiheit nehmen, zwei zu nennen, weil ich glaube, zum einen müssen wir einfach wirklich sicherstellen, dass bei der Risikobewertung eine angemessenere Prüfung zugunsten von Umwelt und Gesundheit stattfindet. Das ist im Moment einfach nicht so, auch wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel es bei Neonicotinoiden war, wie lange es gedauert hat, obwohl klar war, welche negativen Auswirkungen das auf Bienen hat, bis dann wirklich da eine Änderung in der Zulassung stattfand. Aber ich finde einen weiteren sehr wichtigen Punkt, wir haben ja eben schon über Transparenz gesprochen, aber Transparenz alleine hilft nicht. Also nur dieses, wir sehen die Studien und die werden jetzt öffentlich zugänglich gemacht. Es braucht ja trotzdem auch die Kapazitäten, sich damit zu beschäftigen. Und deshalb
finde ich, eine sehr wichtige Forderung, dass die Prüfung von Pestiziden unabhängig von der Industrie erfolgen muss und dass wir dafür zum Beispiel einen Fonds einrichten, in den die Industrie dann einzahlt, der aber unabhängig verwaltet wird, weil das dann eben auch zurückdrängen würde, wie diese Zusammenarbeit zwischen Industrie und den Bewertungsinstitutionen erfolgt und wie da eine Einflussnahme stattfindet und wie da auch eine Lobbyarbeit stattfindet. Wenn es diesen Fonds gäbe, wenn es eine unabhängige Prüfung gäbe, wäre ich mir einfach sicherer, dass das, was da passiert und das, was da am Ende als Zulassung erteilt wird, mehr in den Blick nimmt. Was hat das für Auswirkungen und brauchen wir das, wollen wir das wirklich? Super, vielen Dank. Dann würde ich an Kirsten Tackmann übergeben. Ja, bei den Zulassungsverfahren kann ich mich nur anschließen. Und zwar ist es vor allen Dingen deswegen wichtig, weil viele denken nach wie vor, wenn es zugelassen ist, ist es ja unproblematisch. Und das ist es einfach nicht. Also sind ja viele, viele Pestizide zugelassen, die eben halt Probleme haben, wo wir wissen, auch über Jahre wissen, dass es Probleme gibt und wo dann kein Verbot stattfindet oder die Zulassung auch noch verlängert wird. Aber es ist mit Sicherheit auch notwendig, dieses Export- und Produktionsverbot durchzusetzen, weil natürlich durch den internationalen Handel wird das ja auch finanziell nochmal extrem attraktiv für die großen Konzerne. Das heißt also, wir müssen ihnen eigentlich auch ein bisschen den ökonomischen Boden entziehen, das Geschäftsmodell fortzusetzen. Und ich finde es auch besonders absurd zu sagen, also bei uns ist es zwar gefährlich, aber exportieren können wir es. Ist genauso mit der Zulassung von Agrogentechnik. Also bei uns ist der Anbau verboten, weil gefährlich, aber Futtermittel und Lebensmittel können eingeführt werden. Das ist einfach absurd und wir müssen auch diese Absurditäten endlich beenden, weil das nagt auch an der Glaubwürdigkeit des ganzen Systems und deswegen ist das politisch extrem wichtig. Vielen Dank. Genau, Uwe Kickeritz. Ja. Also Sie sehen, es gibt viele Ansätze und ich glaube auch, dass die Frau Hafmanns richtig liegt mit einem Vertrag. Aber das ist ja das Ergebnis dann. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und ich möchte da auch vor allen Dingen die Transparenz ganz vorne anstellen. Natürlich reicht Transparenz nicht als Selbstzweck aus, sondern die Transparenz muss dann politische Konsequenzen auch haben. Also wenn die Studien öffentlich sind, dann muss man auch entsprechend dieser Studien handeln und reagieren. Und die Idee mit dem Fonds, die finde ich einfach ganz, ganz toll. Man muss da ernsthaft drüber reden und vor allen Dingen auch, wir wissen, Transparenz gibt es nicht nur mit Beamten oder mit Politikern, sondern wir müssen da die NGO-Szene auch wirklich dabei haben zukünftig. Und da denke ich mir, es sollte durchaus die Möglichkeit geben, die Rechte der NGOs bezüglich Informationen einfach auch zu stärken. Finanziell Unterstützung müssen diese dann natürlich auch bekommen. Also Transparenz mit dem Ziel, hier tatsächlich verbindliche Regeln einzuführen, die dann auch revidierbar sind. Wissen Sie, es gibt ja ganz viele Erkenntnisse, die vielleicht erst nach 5 oder 10 Jahren hervorkommen. Und dann müssten wir das wieder revidieren, falls eine falsche Entscheidung kommt. Aber man sollte natürlich von vornherein vermeiden, falsche Entscheidungen zu treffen. Das ist immer das Beste. Wunderbar. Dann haben wir wirklich eine ganze Palette an Forderungen und Baustellen, wo wir ansetzen können. Vielen Dank wirklich für diese ganz wertvollen Einschätzungen. Ich würde mich jetzt tatsächlich den Fragen von Ihnen als ZuhörerInnen widmen und würde hier mal eine runde Fragen aussuchen. Die erste vielleicht an Daniela Wannemacher. Da war die kurze Frage, welchen Marktanteil hat Glyphosat in Europa, weltweit und in Deutschland an den Pestiziden insgesamt? Da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt, weil die aktuelle Zahl habe ich gerade nicht im Kopf. Vielleicht kann das eine meiner Mitdiskutantinnen sagen. Genau, ich mache gerne das auf. Wer kann hierzu antworten? Also wenn keiner antwortet, dann antworte ich, und zwar politisch. Bitte. Ich weiß es auch nicht, aber diese Frage wird immer wieder gestellt, weil wenn ich nämlich Glyphosat nehme und alle anderen 1000 Pestizide, dann wird es immer ein ganz kleiner Prozentsatz nur sein. Und das ist dann die Legitimation dafür zu sagen, na also was wollt ihr denn? Ihr wollt Glyphosat verbieten, obwohl das in der Gesamtzusammenschau keine Rolle spielt. Und dieser Ansatz ist eigentlich falsch. Das ist also meine Erfahrung, die ich mit den Auseinandersetzungen vom Bauernverband habe. Kirsten Tackmann.
Also zu den Zahlen kann ich auch nichts sagen. Ich fand bloß in der Anhörung sehr interessant, dass ausgerechnet der Bauernverband gesagt hat, na eigentlich brauchen wir Glyphosat nur zur Arbeitserleichterung. Und da kann man tatsächlich auch mal am Beispiel Glyphosat zeigen, was schiefläuft. Weil richtig problematisch ist ja Glyphosat erst geworden, als mit den landwirtschaftsfremden Investoren eine Landwirtschaft stattgefunden hat, wo halt der Bauer nicht mehr entscheiden konnte, wann er erntet, sondern auf Lohnunternehmen angewiesen war und dann gucken musste, dass er ein Feld, was vielleicht hätte geerntet werden müssen, durch eine sogenannte Vorerntebehandlung erntefähig gehalten wird über längere Zeit. Das heißt also, diese Entkopplung von Landwirtschaft, von vor Ort ansässiger Akteuren, ne, und die Umstellung auf landwirtschaftsfremde Investoren, die hier halt mehr oder weniger nur Marktfrucht anbauen und mit Lohnunternehmen arbeiten, hat dann zu einer massiven Ausweitung dieses sogenannten Glyphosatanbaus geführt und der Nutzung von Glyphosat. Plus natürlich als zeitweise dann auch noch der Gentechnik, die ja noch eine Rolle gespielt hat, international natürlich noch eine viel größere Rolle. Das heißt also, Glyphosat ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir es halt tatsächlich auch in den Strukturen denken müssen und tatsächlich auch die Akteure in die Pflicht nehmen müssen und deswegen nicht isoliert und als Wirkstoff alleine sehen müssen, sondern als ein Anbau, ein Anbaukultursystem, was halt zu Recht unter Kritik steht. Und da würde ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen, ja. Gerade in dieser Verknüpfung mit der Gentechnik, wenn man sich anschaut, dass 85% der Gentechnikpflanzen haben eine Herbizidresistenz, das heißt, sind so umgebaut gentechnisch, dass ich sie sehr leicht mit einem Totalherbizid einsetzen kann, wie zum Beispiel Glyphosat. Das ist nicht alles Glyphosat, aber Glyphosat hat da den größten Anteil. Und also dieses System, dass ich Pflanzen baue, die mit diesem Totalherbizid zurechtkommen und dann natürlich auch einen immensen Anteil an dieser oder Anteil an diesem Pestizid nutze, weil das ja der Vorteil ist, indem ich diese Gentechnikpflanzen anbaue oder warum ich diese Gentechnikpflanzen anbaue. Das zeigt dann einfach schon, dass dieses Pestizid eben auch nicht nur um bestimmte kleinere Probleme zu lösen genutzt wird, sondern dass es darauf angelegt ist, dann doch großflächig eingesetzt zu werden, großflächig auf Millionen Hektar von Gentechnikpflanzen, die weltweit angebaut werden. Vielen Dank, super. Das würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Susan, an dich gibt es ein paar Fragen. Ich würde mal mit der ersten anfangen. Wer sind denn die Vertreter in der FAO aus den Staaten? Also wie wird da dieses Gremium zu Pestiziden gewählt und welche Rolle spielen dabei die Hersteller? Ja, danke. Also grundsätzlich erstmal FAO gehört zwar zur UN sozusagen, ist aber unabhängig, das heißt, ist es nicht gleich 1:1 umzusetzen. Also sind nicht automatisch die UN-Mitglieder auch FAO-Mitglieder, aber wir haben gut 190 Staaten, die Mitglied in der FAO sind. Und Zahlen auch, entsprechend ihres Sozialprodukts. Und dann setzt sich das so zusammen aus diesen Beiträgen und dann gibt es noch Gelder von der UN dazu. Und da das sozusagen das Budget, was der FAO zur Seite steht, in diesem Gremium, dem GMPM, hätte ich jetzt gerne Kollegin, also wir haben ja auch eine gewisse Arbeitsteilung bei uns im internationalen Netzwerk und ich bin nicht diejenige, die am GMPM teilnimmt, aber das ist kein, sag ich mal, so reines Multistakeholder. Also da sind zwar auch NGOs mit beteiligt, aber und da sind auch Industrievertreter, aber ich kann jetzt nicht sagen, in welcher Zusammensetzung und das müsste ich nochmal mit den Kollegen klären, also eventuell mir die Frage nochmal per E-Mail schicken, dann könnte ich das nochmal genauer sagen, wie da das Verhältnis ist. Mhm. Super, vielen Dank dafür. Also und vielleicht noch eine wichtige Sache nochmal kurz ergänzen, also man sieht auch, dass die FAO, also die sind, also 38% des Geldes kommt über diese regulären Einnahmen, über die Mitglieder rein und 61% über die Freiwilligen. Und wenn wir zum Beispiel in den letzten 4 Jahren gesehen haben, dass wichtige große Akteure, wie beispielsweise die USA, sich ja aus so
Verpflichtungen rausgezogen haben, ja auch gerne oder auf jeden Fall angekündigt haben oder es zum Teil getan haben, sieht man auch die Empfindlichkeit von so einem, ich sag mal, von so einem Konstrukt. Ne? Also man sieht auch die Abhängigkeit, dass den Mitgliedern das auch wichtig ist, was dort passiert. Und man sieht aber auch die Möglichkeit der Abhängigkeit, Politik mitzugestalten, natürlich über große freiwillige Gelder. Also das ist wichtig, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die dann auch Einfluss nimmt. Also wir sehen nämlich jetzt gerade, weiß nicht, wer von Ihnen das mitbekommen hat, die Ankündigung der FAO, eine intensivere strategische Partnerschaft mit CropLife einzugehen. Und das ist der Dachverband der internationalen Pestizidhersteller. Und dagegen läuft jetzt einiges an Gegenargumenten, warum das einfach gar nicht der Fall sein kann. Danke. Ja, das ist ein guter Hinweis. Danke für diese wirklich aktuellen Neuigkeiten. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage dahinterher geschoben. Das war in dem Kontext zu der FAO-Frage auch noch eine Frage, die da auftauchte. Gibt es denn genügend Fördermittel für agrarökologische Forschung? Also war auch noch an dich, Susan, gerichtet. Ich habe schon ausgemacht, mein Mikro. also wenn ich mir die Realität ankomme, dann sage ich nein. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf. Ich hatte vor ein paar Jahren noch die Zahlen im Verhältnis zu, was wird eigentlich in Pestizidforschung gesteckt und wie viel Forschungsgelder gehen eigentlich in den ökologischen Landbau. Und das war einfach unglaublich, dieser Unterschied. Also deswegen, ich glaube, ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber so wie ich das Geschehen beobachte, ist da sehr viel Luft nach oben, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Vielleicht hat jemand von den Mitdiskutanten da Zahlen. Oder von den Zuhörern, die es in den Chat nochmal stellen können. Ja, also Zahlen habe ich natürlich auch nicht, aber ich habe natürlich als Entwicklungspolitiker sehr wohl einen Überblick, inwieweit das BNZ agrarökologische Projekte in den Entwicklungsländern fördert. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich das Landwirtschaftsministerium auch weltweit aktiv. Und da muss ich sagen, dass das also eher ein ganz kleiner Betrag ist oder Anteil ist. Ich glaube, der liegt bei 12-13%, wo man wirklich sagen könnte, das sind agrarökologische Projekte. Und ich habe viele davon gesehen und die funktionieren allesamt und zwar in einer hervorragenden Weise. Aber das ist eben der Good Guy, das BMZ, und die anderen, die treten öffentlich nicht auf. Die setzen natürlich ihre agrarindustrielle Produktion weltweit um und das ist einfach nicht gut. Woran man das aber auch noch erkennen kann, dass Agrarökologie in Deutschland, ich nehme an, in anderen Ländern auch, eher stiefmütterlich behandelt wird, das sind die Universitäten. Schauen Sie doch mal, wo wirklich an den Universitäten Agrarökologie im Verhältnis zur traditionellen Agrarwirtschaft gelehrt wird. Dann werden Sie feststellen, es sind wirklich ganz, ganz wenige. Und wenn Sie zwar die Lehrbücher sich anschauen oder auch die ganzen Einführungen zu den Kursen, da steht natürlich Umweltschutz, Wasserschutz, Menschenschutz oder was weiß ich. Aber wenn Sie dann in die einzelnen Kapitel reingehen, dann geht es wirklich um Effektivierung der Produktionstechnologie, Optimierung des Outputs und so weiter und so fort. Also allein an diesem Ausbildungsbereich kann man sehen, dass Agrarökologie einfach noch ein Stiefkind ist. Und ganz kurz noch hinterher, Uwe Kekeritz, hier war noch eine Frage an Sie, und zwar eine konkrete Nachfrage. Sie haben erwähnt, dass der Schaden durch Pestizide bei 630 Milliarden Euro liegt. Um welche Schäden geht es dabei? Also diese Zahl habe ich hier vor mir liegen. Und das sind Schätzungen von der WHO und ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, wie diese Schäden sich zusammen addieren. Es werden im ganz Wesentlichen gesundheitliche Schäden sein, es werden natürlich auch Bodenerosion, Bodenschäden, Wasserschäden damit reinfallen und also die ganzen negativen ökologischen Auswirkungen. Es ist einfach eine Riesensumme. Und man kann sicherlich bei der WHO da genauer nachlesen oder wenn der Betreffende es genau will, ich suche ihm auch die Literatur dazu raus. Er soll einfach an oder sie an mich schreiben. Dann finden wir die Quelle ganz genau. Wunderbar, sehr gut. Dann habe ich hier eine längere Frage mit
Kommentar und Frage an Kirsten Tackmann. So wie ich das überblicke, geht es unter anderem um die Rolle des Deutschen Bauernverbandes in der Agrarpolitik. Und hier ist jetzt die konkrete Frage. Welche Chancen sehen Sie für Veränderungen über Initiativen, Begehren, Entscheide, über BürgerInnenräte und Ähnliches? Also eine sehr demokratische Mitbestimmung. Ja, das ist entscheidend. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir können in den Parlamenten nur das durchsetzen, was in der Gesellschaft schon an Kritik da ist. Also das muss immer eng zusammenspielen und da muss man aus meiner Sicht auch vor Ort alle Möglichkeiten nutzen, ob das über die Kreistage ist, über die Gemeindevertretung. Da sind ja unterdessen auch Dinge unterwegs. Also manchmal habe ich den Eindruck, vor Ort ist die Erkenntnis, dass wir so nicht weitermachen können und dass es Dinge sich ändern müssen und dass man die auch gemeinsam verändern muss, viel stärker ausgeprägt als beim Deutschen Bauernverband, wo immer noch irgendwie so Durchhalteparolen im Vordergrund stehen. Also insofern habe ich da eigentlich große Hoffnung. Am besten, also ich habe zum Beispiel bei mir im Wahlkreis, haben wir gerade einen Landschaftspflegeverband gegründet, wo tatsächlich sich die Umweltinteressierten, Naturinteressierten vor Ort mit der Landwirtschaft austauschen, gemeinsam versuchen, Projekte zu entwickeln, gemeinsam Unterstützung suchen und so weiter. Also wir brauchen einfach diese Bündnisse vor Ort und diese Mitsprache von Zivilgesellschaft, die das allerdings auch mit einfordert. So, jetzt vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage an Daniela Wannemacher. Und zwar kannst du bitte noch mal erklären, in welcher Beziehung gentechnisch modifizierte Pflanzen und Glyphosat stehen? Da schreibt jetzt die Person, es klang für mich so, dass als ob gentechnische Pflanzen abhängig von Glyphosat sein sollen. Und wieso ist das so? Genau, die sind natürlich nicht abhängig und leben auch nicht vom Glyphosat, aber warum setze ich ein Herbizid ein? Ein Herbizid setze ich ein, damit meine Kulturpflanze möglichst wenig Konkurrenz auf dem Acker hat, also keine Beikräuter oder Unkräuter, die da gleichzeitig wachsen und meine Maschinen stören oder Wasser wegnehmen oder Nährstoffe aus dem Boden wegnehmen oder Licht wegnehmen. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich ein Feld habe und da Pflanzen aussähe, dann sind da vielleicht vorher schon andere Pflanzen, dann muss ich die erstmal wegrubbern. Und dann wachsen meine Pflanzen und dann wachsen da drumherum weiter auch noch andere Pflanzen außer meiner Kulturpflanze. Und dann muss ich da wieder drüber fahren und diese sozusagen Konkurrenzpflanzen zu meiner Kulturpflanze mechanisch wegnehmen oder da mit der Hand durchgehen oder eben ein Herbizid spritzen. Wenn ich aber das Herbizid spritze, während meine Kulturpflanze da schon wächst, dann wird die vielleicht von dem Herbizid auch betroffen und das mindert dann wiederum die Chance, dass meine Kulturpflanze groß wird und gesund wächst und viel Ertrag abwirft oder das verhindert dann auf jeden Fall, dass ich, während die Kulturpflanze wächst, mit einem Herbizid durchgehen kann. Und das gilt eben vor allem für ein Totalherbizid wie Glyphosat, weil wenn ich das einsetze, das hat ja eigentlich das Ziel, alles, was da wächst, alles, was hochkommt auf dem Acker, alles, was Wasser, Nährstoffe, Licht zieht, wegzumachen. Und das kriege ich halt dann ganz gut hin, wenn ich eine gentechnisch veränderte Pflanze habe, die gegen Glyphosat tolerant ist oder resistent ist. Dann kann ich nämlich auch während meine Kulturpflanze wächst mit dem Herbizid über den Acker gehen, habe sozusagen aus agronomischer Sicht einen perfekten Acker, wo nichts drauf wächst, außer meiner Kulturpflanze. Und nur die hat dann irgendwie Zugang zu den Nährstoffen auf dem Acker und die wird nicht gestört beim Wachsen durch andere Pflanzen. Und das führt dann eben dazu, dass der Einsatz die Menge des Herbizids, die ich einsetze, größer ist, als wenn ich eben eine nicht gentechnisch veränderte, resistente Pflanze auf dem Acker stehen hätte. Weil dann könnte ich das Glyphosat ja nur einsetzen, bevor die Pflanze anfängt zu wachsen oder nachdem ich sie vom Feld geerntet habe. Dadurch, dass sie resistent ist, kann ich es einfach öfter einsetzen. Und das führt eben zu höheren Aufwandmengen von Glyphosat. Oder dem anderen Totalherbizid, gegen das die Gentechnikpflanze resistent gemacht wurde. Super, vielen Dank. Das ist jetzt bestimmt gut. Ja. Also Daniela, das ist ja eine wunderbare Erklärung, aber da fehlt mir noch ein bisschen was und das sollten Sie auch erklären. Dadurch, dass überhaupt nichts mehr wächst, hat es ja natürlich Auswirkungen auf die Kleinstlebewesen und auf die Insekten, wenn Sie das vielleicht nochmal ausführen. Ja, wir schaffen ja eine tote Fläche. Genau, wir schaffen eine tote Fläche und das ist natürlich der Totalkollaps für das Ökosystem in dem Moment, weil
Da gibt es dann keine Pflanzen mehr, da können also weder Insekten wohnen, noch können sich ernähren, da können keine Vögel sich mehr von den Insekten ernähren. Also es hat nicht nur Auswirkungen auf die Kulturpflanze, die ich dann da irgendwie schicker wachsen lassen kann, wenn sie resistent ist, oder die eben nicht erwachsen kann, wenn ich das Totalherbizid einsetze, sondern es hat auch total große Auswirkungen auf das Ökosystem auf dem Acker und rund um den Acker. Ja, ganz vielen Dank. Danke, das war nochmal ein wichtiger Zusatz. Jetzt nochmal zu Susan. Ich würde dir hier noch die Frage stellen, welche derzeit zugelassenen Pestizide sind besonders problematisch und sollten verboten werden? Ich weiß jetzt nicht aus der Frage, worauf sich das bezieht. Ich nehme mal an, das bezieht sich auf die EU-Ebene, also in der EU zugelassene bzw. genehmigte Pestizide sollten verboten werden. Und ich schiebe vielleicht noch eine zweite Frage hinterher. Sind Ihnen bei Ihrer Arbeit bisher unschädliche Pestizide aufgefallen, also solche, die nur auf die Zielorganismen wirken? Gibt es sowas überhaupt? Danke. Ich fange mit der ersten Frage an. Also wir haben viel über Hochgefährliche gehört und da würde ich auch ansetzen. Also hochgefährliche Pestizide sind definiert von WHO und FAO. Da gibt es 8 Kriterien, welche Pestizide darunter fallen. Und es gibt auch genau, und das sind beispielsweise die Pestizide, die nachweislich unter Anwendungsbedingungen zu schweren irreversiblen Schäden von Umwelt und Gesundheit führen. Das sind akut hochtoxische Pestizide, krebserregende, mutagen und reproduktionstoxische. So, sind so die Hauptkategorien. Wobei genau festgelegt ist, wer bestimmen darf. Das ist nach WHO zum Beispiel die Bestimmung, dass es akut hochtoxisch ist und so weiter. Und nach GHS die Einstufung eben für beispielsweise die Krebsgefährlichkeit. So, und wenn man diese, die WHO, FAO haben diese Kriterien gesetzt zur Identifizierung von hochgefährlichen Pestiziden, muss man aber sagen, sie haben aber nie diese Kriterien angewendet, um dann auch mal mit einer Wirkstoffliste rauszukommen. Und diese Lücke hat PAHN geschlossen und hat eben das umgesetzt in eine Wirkstoffliste. Wobei PAHN basierend auf diesen Kriterien, die auch ein Stück weit erweitert hat, nämlich aus unserer Sicht waren bislang, und das macht auch ein Kriterium, was mit drin ist, was sehr schwer 1:1 umsetzbar ist, wo man erstmal noch gucken muss, was sind denn da überhaupt, woran kann man es überhaupt festmachen, ob zum Beispiel irreversible Umweltschäden, ne? Wer sagt das und wo ist da überhaupt eben das Regelwerk, damit man sagt, okay, das trifft genau auf diesen Stoff zu. Wir haben das in einer sogenannten Liste der hochgefährlichen Pestizide zusammengefasst. Die ist auch im Netz verfügbar. Ich kann auch den Link nochmal in den Chat gleich stellen. Und da sind derzeit 310 Pestizide gelistet. Und die geht etwas über die der FAO sozusagen hinaus, weil wir beispielsweise auch Umweltkriterien wie die akute Bienengefährlichkeit mit aufgenommen haben. Und wir hoffen und wir drängen die FAO, eine eigene verbindliche Liste herauszubringen. Wir hoffen weiter. Das war das eine. Und es gibt ja auch dieses Ziel und auch die Möglichkeit, bis 2030 tatsächlich diese Hochgefährlichen aus der Landwirtschaft rauszunehmen. Es gibt bestimmt einige Bereiche, die WHO möchte nicht für bestimmte Bereiche des, sage ich mal, Vektormanagement, also im Bereich der Krankheitsbekämpfung über Vektoren, möchte sie sich ein paar Pestizide bitte behalten. Und dann sagen wir, okay, lass uns doch mit denen in der Landwirtschaft anfangen. Da gibt es praktikable Alternativen, da gibt es Verfahren, wie man trotzdem Landwirtschaft betreiben kann ohne diese Pestizide. Also ich verweise da auf die Liste. Und das andere war, gibt es unschädliche Pestizide? Ich habe jetzt leider, kann jetzt leider keine Folie zeigen, aber es ist ganz schön, wenn man mal rückblickend guckt, die letzten 60 Jahre und guckt, welche Pestizide alle auf den Markt gekommen sind, alle geprüft, alle zu dem Zeitpunkt als, das kann man ohne große Schäden einsetzen und die mittlerweile zum großen Teil wieder vom Markt genommen werden, weil sie dann doch zu Vergiftungen führten, weil sie doch das Grundwasser kontaminierten. Wir haben jetzt immer noch, was seit über 20 Jahren haben wir Atrazin verboten und wenn wir uns die Grundwasserwerte angucken, finden wir immer noch Atrazin. Das muss man sich mal vorstellen. Also das, was wir heute auf die Felder kippen, das finden wir womöglich erst in 20 Jahren in unserem Grundwasser und das für unsere Kinder dann als
Lebensgrundlage. Also unschädliche Pestizide gibt es meiner Meinung nach nicht, oder ich würde mich nicht da so aus dem Fenster lehnen. Aber es gibt natürlich unschädlichere, das muss man tatsächlich sagen. Es gibt Pestizide, die weniger schlimme Auswirkungen, sag ich mal, auf Nützlinge beispielsweise haben. Oder es gibt Pestizide, die im Vergleich weniger wassergefährlich sind oder sich nicht anreichern. Das gibt es natürlich. Ja, dann jeder. Kann ich da was ergänzen? Vielen Dank, Lena. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wie Pestizide eingesetzt werden oder wie viele Pestizide eingesetzt werden. Und wir haben ja eigentlich, ich muss es gerade nochmal nachschauen, seit 2009 gibt es eine EU-Pflanzenschutzrahmenrichtlinie, die besagt, dass Pestizide quasi nur als, also wie Medikamente beim Menschen, nur als letztes Mittel, wenn halt irgendwie ein großes Problem besteht, eingesetzt werden sollen. Und wenn ich mir die Praxis anschaue, wie viele Pestizide eingesetzt werden und wie regelmäßig Pestizide eingesetzt werden, dann sind wir in der Landwirtschaft einfach sehr weit davon entfernt, dass Pestizide als letztes Mittel, wenn irgendwas gar nicht mehr funktioniert und irgendwie Krankheit ausgebrochen ist, eingesetzt wird. Beziehungsweise dann müssen wir uns fragen, wie kommt es dazu, dass wir eine Landwirtschaft betreiben, die dazu führt, dass immer Krankheiten entstehen, die ich dann immer mit Pestiziden bekämpfen muss. Also wenn wir es erreichen würden, dass wir zu einem integrierten Pflanzenschutz kommen, der Pestizide als letztes Mittel einsetzt, dann hätten wir schon sehr viel gewonnen, weil dann wären wir schon ganz weit unten mit oder viel weiter unten mit der Menge an Pestiziden, die eingesetzt werden. Genau, Kirsten Tagmann? Nur ganz kurz eine Ergänzung, es geht auch nicht nur um die Wirkstoffe, sondern auch um die Beistoffe und Formulierungen und so weiter, die manchmal das Problem sogar noch deutlich potenzieren und auch kumulative Wirkungen, weil wir haben ja auch Tankmischungen, wir haben versetzt angewandte Pestizide, die tatsächlich dann in der Summe überhaupt nicht betrachtet werden, und deswegen muss man das, glaube ich, schon als Gesamtfrage, wie findet Landwirtschaft statt, welche ackerbaulichen Systeme wollen wir oder welche fördern wir auch, ne? Und wo können wir da tatsächlich Alternativen schaffen, mit denen die Landwirtschaft dann aber auch ihr Einkommen erzielen kann. Also insofern ist das aber wichtig, zum Beispiel auch zu gucken, bei Neonicotinoiden wird ja immer irgendwie so die Botschaft gesandt, die sind alle verboten. Das stimmt ja nicht. Es sind ja nur 3 verboten, auch nur im Freiland. Also da muss man manchmal wirklich sehr, sehr genau hingucken, um zu durchschauen, was da gerade auch an Propaganda läuft. Ne? Also insofern ist es sicherlich wichtig, gerade die embryonenschädlichen Pestizide da ganz nach vorne zu stellen, zum Beispiel. Und auch da dauert es ja manchmal Jahre, bis ein Wirkstoff tatsächlich verboten wird. Also insofern haben wir da wirklich ein ganz, ganz dicke Bretter zu bohren, weil wir mit einer mächtigen Lobby zu tun haben, wo richtig, richtig viel Geld verdient wird. Ja. Ich habe noch je eine spannende Frage an Sie, Kirsten Tagmann und Uwe Kekeritz. Vielleicht, ich weiß nicht, mit wem wir anfangen, wenn Sie gerade sowieso gesprochen haben, Kirsten, dann fange ich da mal hier an. Das ist eine längere Frage. Sind Rückstände beispielsweise von Pestiziden in Nahrungsmitteln vergleichsweise gut nachweisbar, also günstig und in der Breite durchführbar? Hier schreibt die Person, es ist ein interessanter Ansatz, die Reduzierung giftiger Rückstände in Lebensmitteln, aber auch Spielzeugen und anderen Produkten zu fokussieren. Damit rückt der konkrete Nutzen für die Verbraucher in allen Schichten, und die Hersteller sind gezwungen, Alternativen zu suchen, wenn sie am Markt teilnehmen wollen. Der Preis für Alternativen und weitere Nutzer sinkt und sie wandern nicht ab. Wenn man die Rückstände als Kriterium fokussiert, sind vielleicht weniger direkt einzelne Hersteller betroffen als das ganze System mit vielen Branchen. So, das ist jetzt mehr ein Kommentar, aber die Frage am Anfang war, sind die Rückstände von Pestiziden relativ gut nachweisbar? Na, ich würde sagen, also wenn ich anfangen soll, ich würde sagen, das kommt drauf an. Ne? Es gibt halt welche, bei denen das relativ einfach ist. Bei anderen wissen wir zum Beispiel, dass die Stoffwechselprodukte viel gefährlicher sind, und deswegen muss man eigentlich nach was ganz anderem suchen. Und dass unsere Untersuchungsbehörden jetzt nicht zwingend so aufgestellt sind, dass sie wirklich alles komplett untersuchen können und auch sicherstellen können, dass tatsächlich da keine Einträge stattfinden. Das wissen wir unterdessen auch. Ne? Also es gibt ja ein Informationssystem, wo man sich informieren kann, RAPEX, wo die entsprechenden Zwischenfälle auch relativ schnell, wenn man denn weiß, wo man sie sucht, auch gefunden werden. Es gibt jede Menge Rückrufaktionen. Aber sagen wir mal, als Linke bin ich ohnehin eher dafür, das System in Frage zu stellen und nicht nur die Symptome in den Blick zu nehmen. Aber Symptome müssen natürlich, das weiß ich als Tierärztin auch,
müssen natürlich auch behandelt werden. Also insofern ist ja die, auch eine Kontrolle und auch die Diskussion, wie finden Kontrollen, extrem wichtig. Aber sie können auch immer nur sozusagen an der Spitze des Eisberges kratzen und eigentlich muss man an die Ursachen ran. Super. Genau. Naja, also ich glaube, dass die Chemie wäre sehr wohl in der Lage, letztendlich auch die kleinsten Mengen an Rückständen zu identifizieren. Voraussetzung ist, man weiß, wonach man suchen muss. Ja, wenn man das weiß, dann kann man das machen. Und deswegen ist auch unsere Forderung, dass tatsächlich auch die Datenbanken endlich mal erweitert werden und auch öffentlich zugänglich gemacht werden. Wer liefert wohin welche Stoffe und wer setzt sie ein? Vielleicht kann man sich ja dann auch mal vorstellen, dass tatsächlich auf den Produkten draufsteht, mit welchen Pestiziden der Acker da bearbeitet worden ist. Was glauben Sie, was das für eine Wirkung hätte? Ich meine, lassen Sie mich ein bisschen träumen, ne? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine wirksame Methode wäre. Aber wenn man wirklich sucht und wenn es 1000 Pestizide gibt, dann könnte man schon das auch rausfinden, wenn man denn will. Ja. Super, dann schließe ich hier direkt noch meine letzte Frage an, beziehungsweise vielleicht traue ich mich auch noch so den Doppelpack irgendwie zu stellen an Uwe Kikeritz. Die eine Frage war, in Dänemark gibt es ja bereits seit 2014 eine Steuer auf den Pestizideinsatz, die sich auch unter anderem nach der Schädlichkeit oder Giftigkeit der Wirkstoffe richtet, gestaffelt. Könnte das auch ein Ansatz sein, der sinnvoll wäre für so ein Pestizidexportverbot, der da angewandt werden könnte? Und vielleicht noch die zweite kleine etwas positive Frage hinterher. Haben Pestizide, Fungizide, Herbizide, also Pestizide in der ökologischen Landwirtschaft überhaupt noch eine Bedeutung? Also erstmal zu der Pestizidsteuer in Dänemark und dann, was haben... Also mir gefällt das mit der Steuer, ja, muss ich sagen, aber ich glaube nicht, dass ich dafür kämpfen würde, sondern wenn wirklich die Schädlichkeit da ist, muss das Ding weg. Ja, der Kirsten hat gerade gesagt, also Symptome bekämpfen ganz gut, aber Systemänderungen noch besser. Und ich denke nicht, dass man also sagen kann, hier haben wir ein ganz giftiges Produkt, bring es ruhig in den Markt und dann zahl halt ein bisschen was dafür. Wissen Sie, dieser Schaden, der mit dem Produkt angerichtet wird, der ist ja irgendwo global verteilt und der ist ja sicherlich nicht in dem Land, wo dann die Steuer erhoben wird. Das, weil wir ja auch sehr viel exportieren und importieren und so weiter und so fort. Also das würde ich auf keinen Fall begrüßen, sondern wenn da die Gefährlichkeit da ist, dann muss das reduziert werden oder ganz verschwinden. Ja, und inwieweit im ökologischen Landbau die Pestizide eine Rolle spielen? Sie spielen noch eine Rolle, aber in sehr ausgewählten Fällen nur noch und da bin ich zu wenig Fachmann darüber, aber es sind auch bei Demeter sind auch bestimmte Dinge zugelassen, aber das wird sehr kontrolliert eingesetzt und nicht prophylaktisch. Nicht? Also bei unseren Hühnern, da gibt es Antibiotika eigentlich ins Futter reingemischt, weil es viel zu aufwendig wäre, da kranke Hühner rauszuholen und das macht unsere Agrarindustrie auch. Ich hoffe, dass es also bei unseren ökologischen, agrarökologischen Betrieben eben nur tatsächlich als letztes Mittel eingesetzt wird. Aber Frau Hafmanns kann mich da bestimmt ergänzen und die weiß mehr darüber als ich. Gern eine kurze Ergänzung, dann müssten wir leider zum Schluss kommen. Okay, ja, ganz kurz zum Letzteren, genau. Also ich würde mal sagen, in der Fläche, in den Ackerbaukulturen, in einer wirklich im besten Sinne gut geführten Fruchtfolge braucht der ökologische Landbau so gut wie keine Pestizide. In den Sonderkulturen, in den Dauerkulturen sieht es eben anders aus, wobei da er auch schon immer Vorreiter war in Sachen Nützlingseinsatz, Fangpflanzenanbau und so weiter. Also ich denke jetzt zum Beispiel an den Anbau im Obst oder im Weinbau. Aber hier gibt es natürlich nach wie vor auch bestimmte Probleme, die auch im ökologischen Landbau mit sogenannten Pestiziden, aber dann sind es keine chemisch-synthetischen Pestizide, bekämpft werden. Das dazu. Ja, und die Mengen sind geringer und auch man muss sich auch dann die Giftigkeit dann auch nochmal angucken. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wobei es auch natürlich den einen oder anderen problematischen Wirkstoff gibt, das würde ich jetzt auch nicht verschweigen. Ich will ganz kurz noch zu der Pestizidsteuer nur ganz kurz noch was sagen. Also
ich würde natürlich auch lieber einen Stoff sehen, der gefährlich ist, der gar nicht erst auf dem Markt ist, statt zu versuchen, ihn über eine Steuer zu regulieren oder zu verändern. Aber unter dem System, wie wir es jetzt haben, würde eine Steuer aus meiner Sicht sehr hilfreich sein. Sie könnte nämlich, wenn sie risikobasiert ist, wie es in der neuen dänischen Steuer ist, könnte sie zum einen eben eine bestimmte Lenkungsfunktion haben. Wenn sich der Landwirt, wie er es eben gelernt hat, ökonomisch verhält und er nach dem günstigeren guckt, dann wären die vergleichsweise weniger schädlichen eben vergleichsweise günstiger. Und es würde außerdem über eine Abgabe, lieber eine Abgabe als eine Steuer, würde auch eine Finanzierungsfunktion über so eine Abgabe erlangen. Und damit könnte man wiederum Alternativen fördern beispielsweise. Also es würde niemals wir würden dadurch nicht aus dem falschen System rauskommen, aber wir könnten vielleicht das falsche System in die richtige Richtung lenken, helfen, als eine Facette. Super, ganz vielen Dank. Das würde ich jetzt mal zum Abschluss so stehen lassen. Wir müssen nämlich leider zum Ende kommen. Unsere Zeit ist um. Ich glaube, wir könnten hier noch lange weiter diskutieren. Und ich muss mich auch entschuldigen bei den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, die hier noch Fragen gestellt haben, die jetzt nicht mehr beantwortet werden konnten. Es waren so viele. Genau, erstmal ganz herzlichen Dank natürlich an unsere Podiumsgäste hier, die vier Experten, Expertinnen, von denen wir ganz viel lernen konnten, glaube ich, heute Abend. Und vielen Dank eben auch für die vielen spannenden Fragen und dass Sie zu Hause alle dabei waren. Ich glaube, heute ist sowohl klar geworden, dass es eben große Baustellen in der nationalen und internationalen Pestizidregulierung gibt, aber auch, dass mit dem entsprechenden politischen Willen, das hat ja auch Uwe Kikeritz nochmal betont, viel erreicht werden kann. Und auch die deutsche Bundesregierung hat da eben die Möglichkeit und könnte, wie wir gehört haben, schon jetzt den Export von in der EU verbotenen Pestiziden aus Deutschland gesetzlich verbieten. An dieser Stelle würde ich gerne auch nochmal darauf hinweisen, dass eben INCOTA und Pan Germany gemeinsam aktuell eine Kampagne am Laufen haben, in der wir Bundesministerin Klöckner und Bundesminister Altmaier eben genau zu diesem Exportverbot auffordern. Der Link zum Unterschreiben dieses Appells wurde gerade schon in den Chat gepostet. Da freuen wir uns sehr über jede Unterschrift von euch und Ihnen. Und wir werden dieses Thema auch weiter verfolgen. Sie sehen hier schon den Hinweis auf die nächste Online-Veranstaltung. Es wird die letzte Veranstaltung in dieser Reihe sein, gefährliche Pestizide. Und da laden wir Sie eben herzlich ein, bei diesem Webinar am 2. Dezember dabei zu sein. Das wird auch über Zoom stattfinden, das Webinar zum Thema eben Ausstieg aus synthetischen Pestiziden. Und das wird auf Deutsch und Englisch stattfinden mit auch internationalen Podiumsgästen. Außerdem nochmal der Hinweis auf die Studie von INCOTA, Rosa-Luxemburg-Stiftung und Miserio in Zusammenarbeit mit Partnern aus Brasilien und Südafrika, gefährliche Pestizide von Bayer und BASF. Und auf den Appell habe ich schon hingewiesen. Ich möchte mich wirklich ganz herzlich nochmal bedanken bei allen Gästen, bei allen Teilnehmenden und wünsche Ihnen und euch einen schönen Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Wiederschauen. Danke auch. Tschüss. Danke für die Moderation. Für die gute Moderation. Und für die super Reihe.